Hallo, guten Morgen. Mein Name ist Professor Dr. Karl-Peter Fischer. Ich sitze hier im Freien in meinem Garten und mache mir Gedanken, wie ich meine Studentinnen und Studenten an der Hochschule und an der Universität beim Bereich Bachelor- und Masterarbeit unterstützen kann. Heute möchte ich euch drei kleine Videos vorstellen, damit euch die Arbeit einfacher fällt, besser fällt und dass ihr am Schluss einfach ein tolles Ergebnis bei eurer Bachelor- und Masterarbeit bekommt. Das erste Video, jetzt die Themensuche. Themensuche für deine Bachelor- oder Masterarbeit. Wie gehst du hierbei vor? Punkt 1. Du musst jetzt eine wissenschaftliche Arbeit schreiben und du brauchst einen Betreuer. Also, wie gehst du vor? Was solltest du tun? Punkt 1. Überleg dir ein Themenfeld. Ein Themenfeld zu überlegen ist gar nicht so einfach, denn für dein Forschungsvorhaben ist das dein erster Schritt. Du kennst sicher Umberto Eco und Umberto Eco, ich zitiere, rät, je begrenzter das Gebiet, umso besser kann man arbeiten und auf umso sicherem Grund steht man. Und ich denke, das sollt ihr euch einfach zu Herzen nehmen, begrenztes Gebiet, dann könnt ihr arbeiten und ihr steht einfach sicher. Und also, was bedeutet das für euch? Das bedeutet für euch, ihr müsst fokussieren, ihr müsst eure Arbeit spitz machen. Also nicht ausufern und versuchen, alles zu beschreiben und mitzunehmen. Nein, eure Arbeit muss spitz sein, fokussiert. Themen, die breit sind und alles unter einen Hut bringen wollen, ufern meiner Erfahrung nach meistens aus und bringen dann oft für euch nicht die gewünschte gute Note. Also, mein Tipp, verzettelt euch nicht in Nebenästen, fokussiert und schränkt ein, schränkt das Thema ein. Und dann ist es auch mit der Literatur und mit den International Journals viel, viel einfacher, weil ihr wisst, worum es geht und wie ihr wirklich eingrenzen könnt, dass euch das nicht ausufert. Tipp Nummer 2. Mach nichts, das keinen Menschen da draußen interessiert. Sicher gibt es Themen, die kein Mainstream sind, aber zu exotisch sollte das Ganze auch nicht sein. Denk dran, du studierst ja, um erstens Spaß zu haben, um Freude zu haben und am Ende von dem Ganzen möchtest du ja einen besseren Job bekommen und so gut wie möglich gutes Geld verdienen. Meine Studenten und Studentinnen, such dir ein Thema, das aktuell heiß im Markt begehrt ist. Ihr kennt meine Vorlieben: Digitalisierung, Digital Readiness, Customer Centricity, Online Marketing, Social Media, E-Commerce, Google, Suchmaschinen, Suchmaschinen-Ranking, alternative Suchmaschinen, Amazon-Ranking und. Also endlos, endlos in die digitale Welt, endlos in den Online-Marketing-Bereich hinein. Spannende, interessante Themen. Kannst du das, wird man dich einstellen. Kannst du das nicht, und das klingt jetzt vielleicht bitter, bitter böse, wirst du ewiger Werkstudent bleiben und da draußen keine Kohle machen. Also denk dran, welchen Mehrwert, welchen Nutzen, welchen Hebel in der Wertschöpfungskette von Unternehmen bietest du mit deiner Arbeit? Deine Arbeit hat eine Wertigkeit. Es soll da draußen was sein, nicht einfach nur irgendwas, was du abgibst, wo du einen Stempel kriegst, wo du Credit Points kriegst für dein Studium. Nein, was bietest du da draußen den Firmen, den Unternehmen, den Branchen mit deiner Arbeit? Kannst du das auf einen Punkt bringen, dann ist da draußen deine Arbeit dein Door-Opener. Okay, jetzt Punkt Nummer 4. Hast du dein Thema eingekreist, dann knete es und knete es und knete es immer wieder. Mach dir Notizen, skizziere grob die Struktur deines Vorhabens. Im nächsten Schritt ist dann ein Exposé, das zeige ich dir im nächsten Video, für deine Bachelor- oder Masterarbeit sehr, sehr, sehr hilfreich. Du musst dich selbst zwingen,
deine Ideen zu Papier zu bringen. Reden tut man viel, diskutieren tut man viel, bla bla tut man viel, aber du musst dich zwingen, deine Ideen zu Papier zu bringen oder auch digitalisieren, damit du dann einen Schritt weiterkommst. Was in ein Exposé rein sollte, wie gesagt, findest du in meinem nächsten Video zum Thema Bachelor- und Masterarbeit. Hast du ein Projekt im Kopf, das dir da rumkreist? Also hast du ein Projekt auch dann so vorbereitet? Wird es auch einfacher für dich, schnell einen Betreuer, also eine Professorin oder einen Professor zu finden? Denk dran, Professoren haben ein, na, wie soll ich sagen, ein bestimmtes Kontingent an Arbeiten, die sie übernehmen müssen. Sind sie voll, werden sie dich nicht betreuen. Leider stelle ich auch immer wieder fest, dass sich viele Professoren und Professorinnen zieren, Themen anzunehmen, die nicht in ihren Forschungsbereich fallen. Und dem kann ich eben nur, naja, fehlt ein falscher Platz hier, aber nur bedingt zustimmen. Wer selbst Arbeiten geschrieben hat und sogar promoviert hat, sollte meines Erachtens die meisten Bachelor- und Masterarbeiten sowieso betreuen können. Also mach's deinem anvisierten Betreuer oder Betreuerin einfach, sehr einfach. Auch hier hilft dann das Exposé, das wir im nächsten Video uns kurz ansehen. Damit signalisierst du deinem Betreuer oder der Betreuerin: Schau mal, ich habe alles schon durchdacht. Mich zu betreuen ist echt kein nerviger Act. Und je besser, glaub's mir, je besser dein Exposé für deine Bachelorarbeit oder Masterarbeit ausfällt, desto schneller wirst du da draußen auch eine Betreuerin oder einen Betreuer finden. Okay, also, ich hoffe, dass ich dir jetzt einiges helfen konnte. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Vielleicht auch wieder so cool mit Brille. Irgendwas muss man ja tun bei dem drögen Thema. Dann zeige ich dir, wie du ein Exposé schreibst. Und bis denne, bis dann, euer Peter. Tschüss.